willkommen zu Strong Pusher. Wir müssen hier ganz schön stark werden, wie ich jetzt gerade. Stark? Schwach. Stark? Schwach. Und genau so funktioniert dieses Spiel. Wir müssen auf jeden Fall diesen Bären spielen, der hier für uns losläuft und einfach Sachen isst. Dann müssen wir so wenig Energie wie möglich aufbrauchen, um dann mit diesen Bären da zu tanzen, ne? Um dann mehr Energie zu sammeln und dementsprechend weiterzukommen. So, das Ganze ist eigentlich relativ simpel. Wir müssen einfach so wenig Kraft wie möglich aufbrauchen, ne? Um dann am Ende des Tages auf dieses Ding da hinten drauf zu springen. Zack, um hinten den Menschen so weit wie möglich nach oben zu katapultieren. Und das hier sind 16 Münzen. So funktioniert circa das Spiel. Aber wir waren gerade leider nicht stark genug. Stark genug. Okay, also, wir gucken mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Wir haben hier diesen Bären. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir diesen Bären ein bisschen besser irgendwie spielen können. Aber wir holen uns da nochmal einen dicken Burger ab. Damit sind wir jetzt nochmal ein bisschen größer geworden. Wir müssen nämlich eigentlich so viel wie möglich essen. Und ihr habt es gerade gesehen, wir waren gerade ganz kurz sehr, sehr dick. Weil wir nämlich viel gegessen haben. Und damit sehr, sehr stark zu werden. Und zack, hier nochmal die Traube mit. Na, das war jetzt, glaube ich, keine so gute Runde. Aber wenn wir einmal das in der Mitte treffen, das Grüne, dann geht's richtig voran. Jetzt haben wir gerade nochmal 27 Münzen extra bekommen. Damit können wir uns bestimmt auch noch irgendwas kaufen. Müssen wir nochmal gucken. Aber fürs Erste muss das jetzt erstmal hier reichen. So, wir müssen auf jeden Fall hier auch nochmal ein Upgrade kaufen und da nochmal ein kleines Upgrade. Oh, guck mal, hier können wir uns sogar bald noch ein Upgrade kaufen. Aber hier holen wir uns erstmal ein bisschen was zu essen. Dann nochmal diesen riesigen Burger oder was auch immer. Oh, einen neuen Skin haben wir uns da jetzt geholt. So, dann hier nochmal ein bisschen was zu essen. Da noch ein bisschen was. So, jetzt hier zur Seite. Oh mein Gott, jetzt sind wir riesengroß geworden. Ne? Hier den 9er haben wir geholt. Dann hier den 12er nochmal. Jawohl, die Münzen und das Brot. Oh, okay. Jetzt, diesmal sind wir ordentlich stärker. Und zwar mega stark. Können dann dementsprechend, zack, 97%. Denjenigen ordentlich hochschlagen. Oh mein Gott, schaffen wir es zum Bonus? Ah, nicht ganz. Okay, 50 Münzen haben wir bekommen. Ordentliches Ding, muss ich ganz schön sagen. Das war auf jeden Fall ein super starker Schlag. Okay, wir gehen weiter. Wir essen hier wieder ein bisschen was, da wieder ein bisschen was. Holen uns da wieder einen neuen Skin ab. So, wir haben jetzt wieder einen amerikanischen Hut oder sowas haben wir uns da eingesnaggelt. Jetzt gibt es hier wieder magisches Essen. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch gönnen. Dann hier, was? Hier gibt es jetzt einen Zuckerrauschen, richtig. Was war das denn? Wir waren einfach gerade eine ganze Kugel. Yo, 82%. Aber nicht schlecht. Mann, ich habe so viele Sachen gerade verpasst. Ich war gerade komplett überrascht, was das denn gerade war. Wieder auf der 50 gelandet. Wir hatten einfach gerade so einen Zuckerrausch, dass wir gerade eben riesengroß waren. So, okay, wir müssen jetzt hier durchgehen. Dann da durchgehen. Oh, was ist das? Das ist jetzt ein riesiger Bärenskin. Wir haben gerade Delicious irgendeinen Bär gegessen. Ich weiß nicht. Oh, es ist wieder ein Zuckerrausch, Leute. Es ist wieder ein Zuckerrausch. Wir müssen wieder Sachen essen. Oh, selbst wenn wir Zuckerrausch haben, müssen wir immer ausweichen, Leute. Das ist ganz wichtig. Aber jetzt sind wir leider nicht ganz so groß geworden. Ich möchte jetzt gerne mal versuchen, das in die Mitte zu treffen. Und zack. Nein, 98%. Schaffen wir es mal ein bisschen. Oh, Alter, derjenige brennt sogar. Was geht denn hier ab? Oh, ist es das erste Mal Bonus? Wir haben den Bonus einfach erreicht. Alter, krass. Das sind jetzt einfach Münzen und Burger, die einen erwarten. Gibt mal wieder drei magische Geschenke, die wir jetzt zu öffnen haben. Leute, es wird spannend. Oben links. In der Mitte. Und unten links. Komm schon, Mist. Leider nicht das Hauptziel bekommen. Aber Leute, wir haben einfach 1800 Münzen. Das bedeutet, wir sollten auf jeden Fall mal hier das hier upgraden, ne? Und auf jeden Fall die Münzen upgraden. Leute, das ist ja viel zu krass. Wir haben da gerade wirklich viele Punkte abgeholt. Und wir können uns hier nochmal ein paar... Oh nein, ich bin so dumm. Jetzt bin ich da viel zu weit gegangen. Oh nein, ich habe quasi fast verloren. Okay, wir sind jetzt wirklich klein. Wir sind richtig, richtig klein. Wir müssen stärker... Oh, wir müssen stärker werden. Oh nein, was geht da ab. Okay. Ganz ruhig. Ich bin jetzt nicht mehr so schwach und nicht mehr so stark. Aber wenn ich es jetzt schaffe, in die Mitte reinzukommen, das wäre das Beste. Nein! Ich drücke immer zu spät, Leute. Guck mal, er brennt nicht. Wenn er nicht brennt, dann kommt er nicht zum Bonus, leider. Oh, schade.
aber 76. 76 Münzen extra. Das ist schon mal sehr nice. Deswegen, da können wir auf jeden Fall ordentlich was machen. Wir drücken wieder auf Tap to continue. Wir gehen hier wieder seitlich links rein. Da gibt's eine Riesenmünze. Eine Riesenmünze. Und dann können wir damit jetzt ordentlich was anfangen. Wir gehen hier nach links. Dann nach rechts. Die 13 pushen wir. Wir gehen hier wieder durch. Ordentliches Ding. Dann zack. Da nach links, da nach rechts. Jetzt rollen wir hier durch, nehmen uns alle Münzen mit und haben ein ordentliches Gewicht mit dabei. Und wir gehen, zack, 100%! Das ist das Ding! Jawohl! Wir haben das erste Mal 100% in der Mitte getroffen. Es ist geschafft, Leute. Und damit haben wir auf jeden Fall zu 100% den Bonus getroffen. Damit haben wir jetzt nochmal ordentlich Münzen mit eingepackt. Und jetzt frage ich mich natürlich umso mehr, was wir hier im Shop haben. Ach, im Shop haben wir nur die Münzen, ne? Da kann man jetzt leider nichts anderes freischalten, ne? Wir können hier entweder zwischen der oder der Mütze entscheiden. Da würde ich erstmal sagen, wir bleiben erstmal bei der. Und hier können wir tatsächlich wieder ein bisschen upgraden. Ich würde auf jeden Fall das mit dem Schieben upgraden, dass wir besser schieben können. Wir gehen hier wieder weiter. Dann hier nochmal nach links. Da nochmal eine Münze holen. Ganz entspannt. So. Dann hier nochmal rechts den ganzen Kuchen mitnehmen. Oh, links nochmal die Sachen mitnehmen. Oh, da war gerade ein kleiner Zwerg. Oh, wir sind wieder im Zuckerrausch, Leute. Das ist jetzt wieder richtig brachial. Der Zuckerrausch ist aber gar nicht so nice, weil dadurch verlieren wir die ganze Zeit Größe, immer wenn wir gegen diese komischen Wände fahren. Und 92% habe ich ein bisschen zu früh gedrückt, aber ich habe das Gefühl, obwohl wir nur 92% gemacht haben, treffen wir mal wieder den Bonus und wir bekommen 200 Münzen. Der Bonus wird tatsächlich immer größer und immer gigantischer, desto mehr wir spielen, und das war erst Level 8 tatsächlich. Wir können uns tatsächlich also weiter darauf konzentrieren, hier nochmal ein bisschen mehr rein zu investieren, um besser zu werden. Wir müssen auf jeden Fall hier links lang gehen, schön die blauen nehmen, weil da sind es nämlich nur 13. Jawohl, da wartet ein riesiger Burger auf uns. Wir werden stärker. Ultra stark. Und dann können wir hier weitergehen. Okay. Wir werden stärker, immer stärker. Jetzt kommt der Zucker raus. Jawohl. Wir essen einfach alles auf, was geht. Und wir sind auf 187 Stärke. Okay. Und zack. 100% nochmal gezogen mit 187 Stärke. Der Typ müsste eigentlich in den Weltraum fliegen. Muss man ganz ehrlich sagen. Das war gerade wirklich, wirklich stark. Und wir sind jetzt hier ganz genau bei 220 Münzen extra. Wir sind jetzt wieder auf über 1000 Münzen, Leute. Das bedeutet, wir können hier wieder upgraden. Ordentlich. Und dann können wir... Oh Mist, da haben wir gerade den Anfang gleich verpasst. Da hätten wir ganz nach links gehen müssen, ne? Hier haben wir auf jeden Fall nochmal den Bären mit eingepackt. Jetzt haben wir schon wieder einen Zuckerrausch am Start. Das heißt, wir müssen hier wieder gucken, dass wir... Oh! Okay, da haben wir jetzt wieder Stärke verloren. Wir sind jetzt nur noch strong. Warte, wir müssen strongest werden. Jawohl, jetzt sind wir wieder strongest. Wir gehen hier zur Seite, essen da wieder weiter. Sind jetzt wieder strongest, ab nach drüben. Da haben wir wieder 19 und jawohl, mit 120. Wir sind quasi ganz voll. Und jetzt, pass auf, der Trick ist immer bei diesem Gelben. Wenn es beim Gelben ist, muss man draufdrücken, dann wird es grün. Nein, doch nicht. Man muss am Ende des Orangenen, glaube ich, draufdrücken. Es könnte sogar sein, dass wir nicht ganz nach oben kommen. Ja, es ist jetzt nur 106 geworden. Okay, wir verdienen jetzt aber trotzdem wieder ganz viele kleine Münzen und bekommen wieder eine weitere Giftbox. Da haben wir wieder die Chance, etwas Besonderes zu bekommen, ein Skin oder sowas. Deswegen oben links, in der Mitte und unten links. Da hat unsere Taktik leider nicht funktioniert. Schade. Letztes Mal hat sie richtig, richtig gut funktioniert. Und ich werde auf jeden Fall an meiner Taktik bleiben. Weil eine gute Taktik tauscht man nicht einfach so aus. Und wir bekommen einen neuen Helm. Okay, was haben wir da? Wir haben jetzt wie so einen Astronautenhelm, der da jetzt mit am Start ist. Ich würde auf jeden Fall hier links bleiben. Ah, ich hätte vielleicht ein bisschen mehr essen können auf der anderen Seite. Hier gibt es noch ein bisschen mehr Brot. Hier gehen wir rüber. Da drücken wir das Ding durch. Dann zack, ganz nach links. Jawohl, wir sind jetzt wieder strongest. Okay, wir sind ganz voll. Jetzt dürfen wir eigentlich wieder in den Zuckerrausch kommen. Jawohl. Und sind jetzt bei 127 und versuchen jetzt Ende Orange. Wenn man circa ab da drückt, wird's was. Zack. Ah, 97. Ganz knapp, ganz knapp. Man muss am Anfang des gelben Striches drücken. Dann hat man das Ding eigentlich drinne. So, 240 Münzen extra nochmal. Plus, wir haben jetzt tatsächlich den Astronautenhelm. Der ist nochmal ganz besonders. Hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Wir können den auf jeden Fall... Oh, wir haben ihn sogar schon angezogen. Und können tatsächlich hier wieder weitere Münzen investieren und gucken mal, was wir jetzt tatsächlich hier bekommen. Wir sind wieder extrem riesig unterwegs, Leute. Wir gehen hier wieder weiter. Da kommen wieder ordentlich Münzen rein. I'm rich! So, dann gehen wir hier auf jeden Fall nach links rein. Ordentliches Ding. Zack, nach rechts. Zack! Nein. Okay, wir schieben. Oh nein! Was ist nur los? Oh, was passiert eigentlich, wenn man stirbt, wenn man zu schwach ist? Nein!
gesehen? Das ist das erste Mal, dass wir gestorben sind. Guck mal, wir sind ganz schwach geworden. Wir sind überhaupt nicht stark gewesen. Gut, deswegen, wir müssen aufpassen, dass wir auf jeden Fall immer stark bleiben. Oh, ja, okay, dann müssen wir hier die 29 jetzt leider drücken. Das hat jetzt ein bisschen zu viel gezogen, aber ist jetzt so, wie es ist. Wir nehmen hier nochmal die Special-Münzen nochmal mit. Sind da jetzt nochmal am Start. Ganz vorsichtig an den Spikes vorbei. Das Ding hier ausweichen. Zack, nach rechts gehen. Zack. Dann hier nochmal nach links. Jawohl, jawohl. Dann da die 23 drücken. Oh, die Level werden... Oh nein. Oh nein, das schaffe ich wieder nicht. Nein. Ich habe einfach fast gar nichts. Ich bin voll schwach. Oh nein, und jetzt auch noch die 5%. Oh. Da bin ich ja überhaupt nicht weit gekommen. Das war überhaupt nicht stark. Wir können hier trotzdem was upgraden, ne? Und können dann hier ganz entspannt nochmal ein bisschen weiter sammeln. Oh, da gibt es wieder einen neuen Hut. Wir gehen wieder rüber. Oh, wir sind wieder ganz schwach. Guck mal, wie klein wir sind. Oh nein. Aber wir bekommen einen neuen Hut. So einen kleinen Propellerhut bekommen wir. Okay, Leute, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Oh, wir sind ganz dünn. Oh, wir sind ganz dünn. Ganz schwach, ganz schwach. Okay, da müssen wir jetzt auf jeden Fall hier die 21 drücken. Okay, die ging rein. Wir gehen hier nach links. Jawohl, jetzt kriegen wir wieder was zu essen. Jetzt kommt da... Nein, jetzt kommt die 53. Oh, wir können die 53 nicht drücken. Nein. Oh mein Gott, das war zu stark. Okay, gut, wir gehen wieder weiter. Versuchen hier wieder das Beste. 21 drücken wir hier. Jawohl, nochmal ein neuer Hut. Einfach der Hexenhut. Wir haben aber den Hexenhut freigeschaltet. Jawohl, da gehen wir hier nach links. So, ich habe sogar das Gefühl, wenn man in diesem Level jetzt die ganze Zeit verliert, ne, dann kann man eigentlich immer wieder neue Hüte bekommen, habe ich das Gefühl, ne? So ein bisschen in die Richtung geht es schon. Nein, schon wieder 53. Oh nein, 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 nein. Alter, das ist wieder ein neuer Hut. Wir bekommen einfach immer wieder... Ich schaff das Level 13 nicht. Level 13 ist einfach verflucht, aber ich bekomme immer wieder neue Hüte. Deswegen finde ich das Level doch nicht so schlecht. So, okay, jetzt müssen wir gucken, ob wir das schaffen. 21 mit normal drücken. Jawohl. So, jetzt darf ich mich nicht verleiten lassen. Jetzt muss ich hier rüber und dann da die 22 drücken. Jawohl, endlich bin ich durch. Das war ja schon viel zu schwierig. Ich sag's euch. So, jetzt auf jeden Fall ganz nach links gehen und da nochmal das Ding abholen. Und jetzt... Die 100%. Sie kommen. 90. Okay, reicht. Schaffen wir es nach ganz oben. Das wird, glaube ich, wieder knappes. Es wird ein knappes Geschichtle. Leute, 99 Punkte für 99 Likes auf diese Folge. Ich bedanke mich wieder, dass ihr alle zugesehen habt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, Leute. Und ciao.